am Ende des letzten Parts in Bowser's Fury ist mir ein kleiner Fehler passiert. Und zwar hat sich Bowser's Fury aktiviert und Bowser hat die Blöcke hier zerstört. Wollte ich eigentlich aufnehmen. Nur, was soll man machen? Ich habe direkt, beziehungsweise relativ direkt auf Pause gedrückt. Aber Bowser ist mir zuvor gekommen und hat einfach die Blöcke kaputt gemacht. Ha, naja, was soll's. Damit sei es auf jeden Fall nachgeholt und noch nachträglich willkommen zurück hier in einem neuen Part Bowser's Fury. Entschuldigung. Wir machen heute mit der Propellerfestung weiter. Da bin ich auch mal gespannt, was es hier für neue Dinger gibt. Ich hoffe, es werden jetzt neue Sachen angezeigt. Gegen die Zeit, Flug durch den Frost. Okay. Das hört sich interessant an. Wieder so eine bekannte Aufgabe. Es erscheint dann quasi so ein Plattform-Dingen. Ja, genau. Alles klar. Okay. Wollte mich gerade schon aufregen, weil er die... Oh, ey. Also, heute habe ich es auch wieder, ne? Er nimmt halt die Knöpfe nicht. Die Knopfdrücke. Ja, ich glaube, so heißt das. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Knopfeingaben nimmt er halt nicht. Was mich extrem... Hallo, Mario! Was mich extrem aufregt, weil ich sitze quasi direkt davor. Und das hat jetzt trotzdem nicht gereicht. Was? Okay. Ja, ich sitze auf jeden Fall direkt davor und er nimmt es einfach nicht an, manchmal. Was echt ein ziemlich harter Trigger ist. Okay, ja. Das reicht jetzt aber. Ja, okay. Man darf nicht nochmal zwischenlanden bei den Plattformen ganz oben. Sondern muss einfach von der letzten Plattform hier auf das Podest direkt drauf liegen. Angezeigt wird mir auch nichts Neues. Aber Moment mal. Die Kätzchen mussten bisher immer zur Glocke getragen werden. Also dahin? Wie soll ich denn die Katze darüber bringen? Ach so. Ja, okay. Ja, mit der Insel. Heißt das, dass wir die letzte Katze dann auch erst in einer der nächsten Inseln finden? Oder auf einer der nächsten Inseln, nicht in? Ja, obwohl. Wenn es eine Höhleninsel wird, ne? Das wäre dann doch sehr überraschend. Und erstaunlich gut getroffen. Ja, okay. Ja, cool. Cooles Rätsel. So ist es nicht einfach nur
sucht die Katzenbabys und bringt sie zur Mutter, sondern man muss auch seinen Kopf anstrengen dafür. Alles klar. Jetzt sind wir am trügerischen Turm. Wieder angelangt. Und wo war nochmal die Katzenmutter? Die war da ganz... Ja, stimmt. Die war da ganz hinten bei der Glocke. Ja, okay. Aber cool. Echt cool. Weil sonst war es ja immer einfach nur so... Du nimmst das Vieh... Trägst es halt so ein bisschen. Aber das war halt auch keine wirkliche Herausforderung. Aber dieses Mal war das tatsächlich was. Ja, nice. Und wir sind hier wieder beim Turm. Wo uns immer... immer noch das letzte Insignienstück fehlt. Wo ich immer noch keinen Bock habe, das zu suchen. Ja, das Problem damit ist halt, ich will damit nicht wirklich einen ganzen Part ausfüllen, weil ich meine, das wäre auch hart lame, oder nicht? Ich meine, nur einen Part lang nach diesem Insignienstück zu suchen, aber ich meine, ja, okay. Uns wird da jetzt wieder was angezeigt werden. Aber ich denke, ich suche jetzt tatsächlich noch einmal danach. Weil, ja, ich kann das natürlich offcam suchen. Bowser, jetzt nerv nicht. Ich kann das Ding natürlich offcam suchen, aber ich würde es gerne in der Aufnahme finden. Das ist halt das Problem dabei. Wir können tatsächlich auch wieder die Katzenglocke benutzen. Ich glaube aber, das machen wir am Ende des Parts. Ich glaube, das können wir auch. So wie ich die Situation jetzt einschätze. Was ist denn da oben? Moment mal. Kriegen wir das letzte Stück vielleicht nur mit Bowsers Hilfe? Also, wenn die Fury halt aktiviert ist. Ich hoffe, ich bin noch rechtzeitig da. Nee, okay. Nee, nee, ist natürlich Quatsch. Hätte ich auch ehrlich gesagt nicht so hart gefeiert, wenn man Bowser dafür gebraucht hätte. Aber ich glaube, die Vermutung hatte ich schon mal angestellt. Und da hat sich's auch schon relativ schnell als Schwachsinn herausgestellt. Und wir kriegen die Münzen hier tatsächlich noch gedroppt. Was ist das denn? Ach so. Okay. Können wir da nicht hoch? Nee, können wir nicht. Keine Ahnung, bin ich blöd? Kann das sein?
Ach Mann, ey. Echt keine Ahnung, wo das Ding ist. Warum ist das denn so schwer, Mensch? Das kann doch nicht so schwer sein. Wahrscheinlich ist es irgendwo komplett offensichtlich und ich finde das einfach nicht. Okay, hier ist es. Oh mein Gott. Alles klar. Damit haben wir's. Das war aber auch echt ziemlich schwierig, aber auch eine schöne Lektion für die... Ah, okay. Für die nächsten Male, wenn wir Insignienstücke suchen sollten, eben nicht einfach nur davon ausgehen, dass man es direkt sieht, sondern davon ausgehen, dass es irgendwo drunter sein könnte. Ja gut, dann würde ich sagen, können wir, glaube ich, noch eine Mission von, wie heißt die Insel hier? Der Propellerfestung machen. Ich glaube, das wird es dann auch schon sein für heute. Dann mal schauen, was gibt's denn Schönes? Hallo? Ach so. Nee. Ich dachte, wir müssen das nachschauen. Ah, okay. Wir müssen es erst finden. Okay. Also man muss die Aufgabe tatsächlich erst finden, bevor man dann angezeigt bekommt, was man machen soll. Ja, ist ganz cool. Ich würde aber sagen... Okay, knapp. Ja, komm. Genau. Nehmen wir uns hier direkt die Katzeninsignie, damit wir das direkt haben. Und dann können wir den Schatten-Luigi einfangen. Der wahrscheinlich jetzt... Nee! Der ist tatsächlich nicht resettet. Aber am besten beeile ich mich mal, bevor er es tut. Zack. Wutschatten auf Eis. Ja, alles klar. Und ich glaube, die letzte Aufgabe werden... Ja. Wären dann die Katzeninsignienstücke. Hätte ich ja schon richtig Bock drauf. Aber wir holen uns erstmal das Item hier ab. Was gibt's Schönes? Es gibt eine Blume. Ja, okay. Die haben wir leider schon voll. Da hätte ich mich jetzt tatsächlich über eine Glocke mehr gefreut. Aber naja. Ist ja auch... Hm.
Ist ja auch kein Wunschkonzert hier. Soll ja auch irgendwo anspruchsvoll bleiben, wenn man die Items einfach hinterhergeschmissen bekommen würde. Was man ja auch eigentlich kriegt. Aber ich meine jetzt in dem Sinne, dass man sich das aussuchen kann, welche Items man bekommt. Dann wäre das ja relativ unnötig, hier überhaupt so ein Power-Up-System zu haben. Dann könnte man auch direkt unendlich davon bereitstellen. Weil man sieht, ich habe jetzt nicht wirklich Schwierigkeiten mit den Power-Ups. Ja, okay. Ich glaube, da muss ich mal weiter oben nachschauen. Nach den siegenden Stücken. Weil hier unten sieht es tatsächlich nicht danach aus, als würde es hier welche geben. Ah, okay. Ja. Das dachte ich mir nämlich schon. Nein, ey, komm schon. Dass deins ist, das dachte ich mir schon. War allerdings jetzt auch unnötig, nochmal runter zu segeln. Okay, ich werde tatsächlich nicht getroffen. Nice. Ich frage mich, ob Bowser nochmal kommt. Weil das wäre natürlich echt geil, wenn wir jetzt die katzensiegenden Stücke bekommen. Und dann zum Schluss nochmal den Bowser-Fight machen könnten. Aber dafür müsste ich mich halt echt beeilen, ja. Denn da ist Bowser schon. Und die nächste Katzenglocke ist relativ weit entfernt. Also beeilen wir uns. Ja, obwohl. So weit jetzt auch nicht. Aber ich muss mich trotzdem beeilen. Um nicht von dem Feuerstrahl getroffen zu werden. Ist aber auch kein großer Akt. Also, let's go. Hallo? Wie lange es immer laden muss, ey. Ist unfassbar. So, Bowser. Gib dein Bestes. Hä, wo ist er? Ach, da drüben. Okay, okay, da. Ich sehe dich. Kann ich mich einfach hier verstecken? Ja. Geht tatsächlich. Allerdings auch ein bisschen lame. Ja. Stampfen nicht vergessen. Klar. Ich glaube, hier ist echt ein... Vergesst einfach, was ich sagen wollte. Aber nee, trotzdem, hier ist echt ein guter Spot. Ich dachte zwar, dass man da gar nicht getroffen werden kann. Aber das wurde anscheinend schon bedacht.
Ich dachte ja, das wäre ein Lakito, aber nein, es ist Bowser Jr. Wie hat er da eigentlich gerade gefailt? Das würde ich gerne nochmal sehen. Warum springt er eigentlich so weit weg? Das ist mega dämlich. Nein. Ah. Ja, komm, jetzt reizt aber auch. Ich weiß gar nicht, braucht man die Glocke, damit er einen Fehler macht? Scheint fast so, weil... Also, dass man sie nicht liegen lassen darf, meine ich jetzt damit. Weil wir hatten ja auch schon Situationen, wo wir Bowser treffen konnten, wo wir klein waren oder kein Power-Up hatten. Was zum Teufel? Was ist passiert? Haben wir den Fight gefailed? Es scheint, als hätte Bowser Jr. noch mehr zu sagen. Ich kann nicht glauben, wie groß und stark Papa jetzt ist. Jedes Mal, wenn er auftaucht, wird es schwieriger, gegen ihn zu kämpfen. Ganz sicher werden wir es schaffen, ihn zu seinem normalen, furchteinflößenden Selbst zurückzuverwandeln, wenn wir es immer weiter versuchen. Wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Ja. Das stimmt, Bowser Jr. Und wie es scheint, kriegen wir die nächste Fury zu spüren. Allerdings nicht mehr in diesem Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen und schaltet beim nächsten Mal gerne wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.